Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ortegas Gamebox, hier in einer neuen Folge von The Casting of Frankstone mit eurem Ortega. Wenn euch die Videos gefallen, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert sogar den Kanal. Viel Spaß bei diesem Video, es geht los. Okay. Da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Alles wie immer. Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid, aber ich war es immer. Dann schauen wir mal hier hinter, ob es jetzt hier irgendwas gibt. Also hier kommen wir nicht rein, denke ich mal, wie immer. Das können wir so oft probieren, wie wir wollen. Diese Türen sind eigentlich fast immer verschlossen. Dann gehen wir da vorne lang. Was ist? Ah, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor Himmel senkt sich wieder und es ist. Ja, ihm geht's jetzt nicht so besonders gut. Schauen wir in den Beutel. Es hat wieder nicht gereicht. Ganz ruhig, ist schon gut. Sam, dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden, jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden, oder willst du nerven? Unterstützend. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant, gut ist es nicht. Sam ist erleichtert, dich auf deiner Seite zu wissen. Schade, dass ich jetzt das mit dem Beutel nicht hinbekommen habe. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Sam? 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 Bin das Sam? Hallo? Wo bist du hin, verdammt? Sam, komm schon! Sheriff Green? Okay, wir gehen durch diese Tür. Wir sind im Archiv. Uns fehlen 5 Gegenstände. 5 Schätze. Also das ist auf jeden Fall etwas. Was haben wir denn hier? The Murder Mine. Murder Mine. Okay. Eine komplette Alternativversion von Murder Mill. Ach, hier haben wir was. Okay. Augustin hat eine Sammlung von Requisiten. Ja, genau. Requisitieren zum Müller Müll oder keine Ahnung was.
Gewaltstreifen sorgt für Kinoblutbad. Set of Hills. Eine Vorstellung von Murder Mill? Moment, diese Vorstellung gab es nie. Was ist das? Oh, sorry, Leute. Cedar Hills Tribune. 27. November 1984. Übler Film verursacht Kinoblutbad. Ein Low-Budget-Horrorfilm, der hier in Cedar Hills entstanden ist, soll für die jüngsten Ausbrüche von Massengewalt und Chaos in Kinos in dem ganzen Land verantwortlich sein. In vergangener Nacht kam es in Sacramento zu einem weiteren dieser Vorfälle. Dort endet die Vorstellung des Films Murder Mill in einer Massenschlägerei, bei denen insgesamt 13 Menschen verletzt wurden, drei davon schwer. Und hier ist der lange Text, den lese ich aber jetzt nicht durch. So, wir wissen auf jeden Fall mehr. Und wir schauen uns weiter im Archiv um. Hier ist was zum Aufheben. Das ist wieder eine Puppe. Und ich dachte, merkwürdiger ein kann es nicht werden. Gefunden. Die Krankenhausschwester. Ja, absolut cool. Die Krankenhausschwester. Gibt's hier auch was? Hier nicht. In dem Gang nicht. Wir gehen in diesen Gang hinein und auch hier befindet sich erstmal nichts. Gehen wir vorne links. Hier ist auch nichts. Gehen wir in den Gang. Nichts. Okay. Wir gehen hier lang. Hier ist eine Lampe. Die können wir uns ansehen. So, aber da ist eigentlich außer der Lampe nicht viel. Die Lampe scheint nicht aus dieser Zeit und von diesem Ort zu stammen. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem Tisch hier. Da können wir auf jeden Fall was machen. Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Nee, ich glaube auch nicht. Murder Mill Trophäe erhalten. Murder Mill. Murder Mill. Immer wieder. Hey! Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustine vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar... ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu.
Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Naja. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität. Eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gewandt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen. Scent of Mind, Cedar's Steel Mill. Du hast alte Verwaltungsgebäude betreten. Das alte Verwaltungsgebäude. Okay, wir spielen jetzt wieder Linda, wie sie jung war. Finde einen Weg zurück zu den anderen. Okay. Wo sind denn alle? Ja, wo sind denn alle? Wir gehen hier durch. Durch diese Tür. Hier können wir uns nicht durchzwängen, oder? Doch, wir können hier kriechen. Da muss ein Weg zur anderen Seite sein. Was, ein Buch? Nein, ein Schlüssel. Kann man immer gebrauchen. Gegenstand hinzugefügt. Einen Schlüssel. Gut, hier geht's nicht durch. Dann krieg ich mal wieder zurück. Und gehen hier weiter. Wir zwängen uns hier durch. Okay, wir können den Gegenstand verwenden.
Der Besitzer von diesem Spind hatte ernsthafte Probleme. Franklin Norman, mein Schatz. Dir geht es sicher gut. Da du mit jedem Tag stärker wirst, weiß ich, dass du gesund sein musst. Ich verstehe ja, dass du wegen deiner Arbeit einige Nächte auf dem Gut der Farleys verbringen musst. Aber es macht mich traurig, wenn du mir nicht zurückschreibst. Wenn du nicht gerade krank bist, gibt es keinen Grund, dich zurückzuziehen. Du kannst mir alles erzählen, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich immer für dich da sein werde, komme, was wolle. Ich werde dich immer lieb haben, was auch geschehen mag. Ich werde auf ewig Teil deines Lebens sein. Vor 3 Wochen hast du mir erzählt, dass du Probleme hast, Freundschaften zu schließen. Das kann ich gut nachvollziehen, mein Lieber. Nur wenige Menschen haben deine Freundschaft verdient. Erinnerst du dich noch an Marie? Ihren Vater, Genelie, gehört die Bäckerei hier in der Stadt. Sie glaubt nur, weil ich einen Fuß in den Laden ihres Vaters setze, müsse ich mir all diese Belanglosigkeiten anhören, die sie den lieben langen Tag so erzählt. Zum Beispiel, welche Tabletten sie auf Antran ihres tollen neuen Arztes täglich um Punkt 8 Uhr einnehmen muss. Oder wie dieser ihr an den Lippen hängt. Die ganzen irrelevanten Details legen sich wie eine Schlinge um meinen Verstand. Sie nimmt diese Worte sicher furchtbar ernst. Ich wette, dir geht es genauso wie mir. Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen, habe ich das Gefühl, Insekten würden mir unter die Haut krabbeln. Jedes Mal, wenn sie mich mit ihren leeren Augen ansehen, muss ich nicken und lächeln und so tun, als würde ich zuhören. Jedes Mal, wenn ich glaube, sie würden endlich die Klappe halten, dreht es mir den Magen um und mir wird speiübel, wenn sie wieder und wieder von all ihren lächerlichen Sorgen erzählen anfängt. In solchen Momenten muss ich immer daran denken, wie viele Lebenszeit ich wegen ihr Ahnungslosigkeit schon verschwendet habe. Ich weiß, dass auch du täglich damit zu kämpfen hast. Wenn du es nicht mehr ertragen kannst, dann denk daran, was ich zu sagen pflege. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Je mehr du dich in solchen Leuten abgibst, desto schneller geht die Zukunft dahin. Das darfst du nicht zulassen. Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden. Und eines Tages wirst du an den Ort gelangen, von dem ich dir erzählt habe und wo du endlich sehen können wirst, wie unwichtig sie schon immer gewesen sind. Bis es soweit ist, musst du das aushalten, aber lass dich nicht hinreißen. Melde dich bald wieder, Norman. Ich weiß, dass du deinem Ma nicht lange warten lassen wirst. Schließlich bist du ihr einziger Enkel. Ich werde immer über dich wachen. Alles Liebe, Ma. Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden. Und eines Tages wirst du an den Ort gelangen, von dem ich dir erzählt habe und wo du endlich sehen können wirst, wie unwichtig sie schon immer gewesen sind. Bis es soweit ist, musst du es aushalten, aber lass dich nicht hinreißen. Melde dich bald mal wieder, Norman. Ich weiß, dass du deine Ma nicht lange warten lassen wirst. Schließlich bist du ihr einziges Enkel. Ich werde immer über dich wachen. Alles Liebe, Ma. Oh mein Gott. Ziemlich krasser Text. Weiß nicht, wer sich sowas einfallen lässt. Frank Stone, schwierige Kindheit, ließ ihn psychologisch anfällig zurück. Ja, wir können hier drüber klettern, das ist schon mal gut. Gibt's hier noch was? Hm? Nee? Nee? Okay. Dann gehen wir hier rein. Wenn ich diese Kessel repariere, sollte das Leck zu sein. Okay, wir müssen den Kessel reparieren. Wir brauchen 2 Teile. Also wir suchen wieder Teile.
Diese Dampfdüsen werden mich kochen. Aber das ist der einzige Ausweg. Okay. Wie schaut's hier? Aha. Teil nötig. Da liegt eine Zange. Wahrscheinlich kommen wir mit der nicht weit. Können wir hier nochmal schauen, ob es einen Teil gibt. Ja, sieht aber nicht so aus. Wollen wir hier nochmal zurückgehen oder was? Um die nötigen Teile zu finden. Hier drin gibt es auch kein nötiges Teil. Doch, hier ist eins. Jawohl. Sind jetzt zwei Teile. Zwei Teile. Also hier. Ja genau, da ist wieder der Brief drin. Ja gut, jetzt den Brief brauchen wir nicht, den haben wir ja schon. Aber hier muss ja wohl irgendwo noch ein Teil sein. Unheimlich lange Sequenz hier. Diesen Brief. Gehen wir hier nochmal durch. Gehen wir hier ein Teil. Hier ist noch ein Teil. Okay, wir haben zwei Teile. Dann können wir zurückgehen. Gehen wir hier durch. Okay. Ich darf keine Zeit verlieren. Bei dem Mod. Hier oder was? Und hier auch ein Teil. Okay. So könnt ihr mir das vorstellen. Ja. Können wir hier ein Teil und hier ein Teil verwenden? Und drehen, ja. Das glaube ich hat nicht viel gebracht. Auf, gehen wir hier rüber. Kann ich das nochmal ändern? Okay, dann drehen wir mal in die andere Richtung. Jawohl. Gut. Findet den Weg zu den anderen zurück. Und ist hier was? Nee. Na gut, dann gehen wir hier runter. Ich muss bei den Quicktime-Events ein bisschen besser aufpassen. Das ist jetzt schon zwei oder dreimal passiert. Dass es jetzt nicht so geklappt hat. Ich habe geschaut, ob hier was gibt. Gibt's nichts. Gehen wir durch die nächste Tür. Ja,
Und so geht es den ganzen lieben Abend. Eine Tür durch die nächste. Da liegt was? Wir untersuchen das. Merlin. Ah, Merlin, der Hund. Böser Hund. Okay. Junge, wenn ich je aus diesem Labyrinth rauskomme, höre ich auf Bonnie und hau aus Cedar Hills ab. Geh nach New York, verliebe mich, trenne mich, lebe einfach. Runter. Hier können wir rüberklettern. Ich hasse beengte Räume. Ich kann kaum. Lag ein Benzinkanister, aber hier ist diese Kiste, aber das ist halt wieder die Kiste, wo wir eigentlich nur sehen, was wir bisher haben. Ja, mehr sehen wir hier nicht. Die ist verschlossen, die Tür. Die andere Tür von vorher habe ich gar nicht versucht aufzumachen. Ich schau mal hier runter, was hier unten ist. Hier liegt ein Heft. Frank Stone. Scheiße. Das ist Frank Stones Tagebuch. Ein unheimlich langes Tagebuch. Das, was ich mir jetzt spare, dieses Tagebuch, das könnt ihr euch, wenn ihr spielt, dann selber durchlesen. Frank Stone wurde stark von einer Person beeinflusst. Es war wahrscheinlich seine Mutter. Wir können jetzt hier lang gehen. Was ist denn hier hinten? Hier ist hier was. Öffnen. Mein Gott. Hier ist alles so grauenvoll. Ich fasse es einfach nicht. Das ist schrecklich. Okay. Hier ist nochmal so eine Puppe. Was sind das für Drecksteile? Der geniale Verstand mit der gebrochenen Psyche. Hier geht's auch durch. Oh, wieder am Ausgangspunkt? Na gut.
Ach, am Ausgangspunkt, ja, genau. Gehen wir nochmal hier hoch. Sind wir wieder da? The House of Madness. Alles okay? Bonnie? Was? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Alles okay. Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Verwirrt. Deine Mom? Aber das... Wie kann das möglich sein? Du redest von Bonnie Rivera, stimmt's? Ja, sie war... Sie war gerade hier, aber wir waren... Meine Mom starb vor ein paar Wochen. Nein. Wir waren im Werk und haben gedreht. Der Film war gerade fertig. Was zum Teufel? Oh mein Gott, da ist dieses Ding. Es will mich umbringen. Fuck, was geht hier vor sich? Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie war hier. Wie kamst du her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung! Stan! Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Daran bist du gekommen? Ich glaube ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Ich muss es versuchen. Wenn das wirklich wahr ist, muss ich es probieren. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss zu ihnen zurück, egal wo sie sind. Ich helfe dir. Kletter du doch wieder in die, Kammer oder was das ist. Ich guck mal, wie die Steuerung funktioniert. Ich halte die Augen offen nach, Unterbrechungen. Okay, hat das Ding einen Schalter? Ja, ich sehe ihn. Okay, leg ihn um. Oh, shit! Na, versuch's mit der Stange. Okay. Medi half, das Ding zu benutzen. Cedar Hill.
Maschinenhalle. Sie ist zurück. Zurück in die Vergangenheit. So, verlasse die Maschinenhalle. Leute, an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit dem Casting auf Frank Stone mit eurem Ortega auf Ortegas Gamebox. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.